Hallöchen Leute und willkommen bei meinem Ersteindruck von World of Tanks 8.1 Tevs Server Version. Ich werde heute erstmal ein bisschen auf den Ersteindruck, ein paar erste grundlegende Sachen eingehen, ein paar Änderungen, die gemacht wurden, die neuen Sachen, die drin sind. Es wird von mir auch noch Videos zu dem Japaner Panzerstufe 7 und 8 geben. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wie ich Replays vom Testserver verwenden kann und dann auch aufnehmen kann. Das heißt, die werden jetzt in den nächsten 2-3 Tagen hinterherkommen. Da will ich erst noch ein bisschen mehr erfahren und ich will sowas haben, was ich erst zeigen kann. Es sind jetzt keine Monsterrunden, die ich da hinbekomme, weil ich mich in den Panzer eigentlich auch erstmal einfahren muss. Aber es ist ganz nett. Für die Panzerstufe 9 und 10, ich kann das im Tech-Tree schon mal zeigen, wird von Mutality einiges kommen. Außerdem werden wir mit Alcaramba ein bisschen was im Forum zusammentragen. Also wie gesagt, die beiden hier, ich habe sie zwar in der Garage, aber ich kann die halt nicht so gut vorstellen, dadurch, dass ich halt auf Stufe 9 und 10 noch nicht die Übung habe. Da wird, wie gesagt, Mutality auf jeden Fall was machen, außerdem so seine sonstigen Eindrücke vom Server. Empfehle ich halt auch vorbeizuschauen. Ja, mein erster Eindruck, wir haben die Japaner. Und man sieht schon ein paar interessante Sachen, die ich auf dich vorbeigehe. Man sieht jetzt im Spiel, wenn etwas reduziert ist, hier im Testserver haben sie quasi alles reduziert, damit man das sieht. Das ist dieses Prozentzeichen dort, da ist prinzipiell alles billiger. Finde ich persönlich sehr cool, weil man das sonst halt teilweise einfach übersieht, wenn es halt nur in den Aufträgen drin steht und man nicht jeden Tag die Seite checkt, dann kommt man das halt nicht mit und das ist sehr ärgerlich. Außerdem sieht man hier, die Crew-Anzeige hat sich ein bisschen verändert, das ist sehr geil. Man sieht jetzt den tatsächlichen Wert. Das heißt, hier steht 105, weil 5% der Lüftung mit eingerechnet werden. Der Wert des Commanders wird nicht mit eingerechnet. Das zählt nicht dazu, wie man sieht. Aber Lüftung wird eingerechnet. Man sieht jetzt auch, wenn ich in den Panzer etwas Falsches reinpacke. Jetzt hier einen Schmalturm. Was habe ich denn gerade so? Da habe ich was da. Dann sieht man hier 80%, weil falscher Panzer. Man sieht halt den eingerechneten Wert. Das sind dann 100% minus 20 für falsche Panzerart. Finde ich unheimlich geil, weil da, also dass man angezeigt bekommt, wird, vor allen Dingen, wenn es falsch ist, das hilft unheimlich weiter einzuschätzen, wann man wo Crew verwenden kann und wo nicht. Aber man sieht halt auch, wenn ich jetzt im Jagdpanzer, man sieht dann einfach, wenn ich hier meine Crew aus dem Panther nehme und in Schmalturm reintue, dass ich die halt verwenden kann, weil dann ist es weiß. Da kann man in Zukunft sich einfach als Grundregel beibehalten, wenn es weiß ist, kann ich es verwenden, wenn es rot ist, kann ich es nicht verwenden. Finde ich super. Dann sieht man halt auch im Premium-Panzer, was man verwenden kann. Super Feature, hat nur eine kleine Macke, das kann ich mal, wenn ich auf meine Heavies gehe, zeigen. Und zwar sieht man es jetzt hier bei der Crew, da steht 100 bis 103%. Und ich muss jetzt drauf gehen, um zu sehen, dass dies eine 98% Crew ist mit 5% Bonus von der Lüftung. Also wenn man nicht bei einer 100% Crew ist, ist es halt ein bisschen verwirrend, was genau es jetzt ist. Da muss man immer nachgucken, wo genau die sind. Da hat es halt ein bisschen Schwäche. Was ich ein bisschen schade finde, aber ich wüsste auch nicht, wie man es besser lösen kann, muss ich an der Stelle dazu sagen. Das sind so die ersten Änderungen, die meinem auffallen. Wie gesagt, finde ich persönlich cool. Außerdem, es gibt halt, ja, wie jeder schon weiß, den japanischen Baum neu, was sehr cool ist. Wir haben, sehen hier drei, also auf Stufe 4 haben wir drei leichte Panzer und sonst durchgehend Mediums. Allesamt leicht gepanzert, bisschen beweglichen, fiese Gans durchaus. Der Chiri, auf den ich das sagen will, der hat die höchste DPM auf Stufe 7 bei den Mediums, soweit ich das finden konnte. Der ST1 hat, finde ich persönlich, auch eine ziemlich coole Gun. Aber man sieht auch gleich deren Panzerungswerte hier. Auf Stufe 8, den durchschlägt durch die Panzerung alles. Also Wandpanzerung, vorne 45, puff, kaputt. Der 91, der Stufe 9er, da geht's auch nicht wirklich hoch. Der einzige, der ein bisschen höher ist, ist hinter der 10er. Und der dann auch einen angewinkelten Turm hat. Das Einzige, womit die arbeiten, ist wirklich Anwinklung und vielleicht mal das Gun-Mantelt. Ich habe jetzt keine Heavies von denen da, ich muss schon wieder zu den Mediums zurück. Also man sieht halt hier, der hat hier vorne einen Mantel, mit dem man arbeiten kann. Und der hier hat halt wirklich eine gute Form mit Anwinklung, wo man den Turm wirklich nutzen kann. Ansonsten sehr leicht gepanzert, aber durchaus gute Guns. Vorher der vielleicht interessante Teil, wir haben hier den Chinu, der, ja, quasi, wo der Chinookai da die Premium-Variante davon ist. Was mir persönlich aufgefallen ist, die haben alle unheimlich geringe Energy-to-House-Power-Ratios. Hier sieht man es, Specific Power 14. Ich weiß nicht, ob man es auch hier im Tree schon sehen kann. Hier unten ist es 11. Hier ist es nur 10. Bei dem ist es 13. Das finde ich persönlich unheimlich schwach. Hier wird es auf einmal ein bisschen besser. Es geht zum Ende hin hier hoch. Der letzte, der hat fast 20, der ist zügig. Alle anderen davon sind nicht, wie ich persönlich meine Mediums mag, schnell und irgendwie flink, sondern eher
Support-Varianten, also sowas zum Beispiel wie der Covenanter oder der Crusader von der Fahrweise her. Ich denke, die deutschen Hörer, so der Panther fährt sich von Art her auch so ein bisschen so, es geht dann irgendwo ein bisschen, aber es ist nicht unbedingt meine erste Wahl. Fahren sich erstaunlich ähnlich zum Chinookai. Früher hieß es ja immer, ich kann die auch mal direkt nebeneinander legen, also zum Beispiel bei Briten, als die Matilda Black Prince kam, da hat man dann die Briten bekommen und man hat gemerkt, so ist es ganz anders. Man sieht hier übrigens, also die Werte sind fast gleich, ja, hier ein bisschen dickere Panzerung, wird genauso schnell beschleunigt, aber ein bisschen langsamer, weil der hier eher schwerer ist. Und die Waffe ist einfach viel, viel höherer Schaden, Durchschlag besser, schießt dafür natürlich langsamer. Toll Traverse ist bei der Waffe auch langsamer. Ich denke mal, die Waffe, die er hier bekommt, ist auch nicht besser. Also da ist wirklich die Waffe gerade mal fast ein Vorteil beim Premium. Was ist, finde ich persönlich sehr, also wie gesagt, bei den Briten kam die Matilda Black Prince als Vorzeigemodell. Und die ist zwar vom Prinzip her ähnlich wie die Heavies, aber hat halt über, zum Beispiel über die Mediums der Briten nichts gesagt. Die fahren sich ganz anders als die Matilda WP. Die fährt sich wie sonst so Churchill 7 sich fahren. Den Japanern, finde ich persönlich so vom ersten Eindruck her, fahren sich sehr ähnlich zum Chinookai. Also wer den schon kennt, ein Fahrgefühl für den hat, der wird sich bei denen durchaus schon zu Hause finden. Ja, ansonsten gibt es noch einen Zusatz. Die Russen haben noch einen Batzen Mediums bekommen. Zuletzt gab es ja mal den T-54 und dann hier den T-62A und das Objekt 140. Jetzt gibt es das Objekt 430-2 und das Objekt 430 dazu. Da ich mich mit russischen Mediums nicht wirklich auskenne, kann ich da nicht so viel dazu sagen. Aber was man sieht, die Turmpanzerung ist direkt besser als beim Chinesen. Ansonsten halt ein schneller, flinker Medium. Ich kann jetzt die Werte nicht direkt einordnen. Ich bin noch kein russischen Medium gefahren. Ich habe mir gerade den T-50 abgeschlossen und muss noch auf Credits warten, um den T-34 zu holen. Da kann ich jetzt also keinen Vergleich geben. Ansonsten, was man auch sieht, Chinookai ist jetzt im Spiel erhältlich und bei den hier der Typ 64 auch. Die wurden halt beide, die gab es ja sonst, als sie reingekommen sind, nur im Shop. Jetzt sind sie hier halt neu dazugekommen. Ja. Was sonst noch an interessanten Sachen dazugekommen, was ich aber noch nicht in-game so viel bestätigen kann, man kann jetzt Posten und Pfosten und Zäune und sowas zerschießen und dabei gleichzeitig durchschießen mit AP-Munition und APCR, also Amosh, also der Gold-Variante, die was taugt. Mit HE und Hash geht es nicht, aber man kann dann die Fahrzeuge dahinter auch noch treffen. Finde ich ganz cool. Und was ich hier auch gerade sehe, der M4A2E4 wird wieder angeboten. Das ist ein Medium, der sonst, glaube ich, für Beta-Tester zur Verfügung stand, der so im Shop nicht zu bekommen war. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass den Changelog es gelesen zu haben. Wenn sie das aber drin lassen, finde ich das cool. Den würde ich mir wahrscheinlich sogar holen, weil damit hat man einen vernünftigen Medium, also neben dem Super Pershing, um Crew zu trainieren. Und der ist mit halbiert 750, also Normalpreis 1500, auch nicht gerade teuer. Was kann der so im Vergleich zum M4 selbst? Ein bisschen bessere Hüllenpanzerung, leicht schnellere Drehung, leicht höhere Geschwindigkeit, besseren Motor, daher kommt das wohl. Schussrate ein bisschen höher und die gleiche Gun wie die Standard-Gun vom 40. Die Frage ist, dass diese Gun, die hier genommen wird, oder diese hier, die hier mit drin steht, es ist diese hier. Das heißt, man hat hier die nicht die Stufe 6er Gun, sondern die Stufe 4er Gun, die auf dem M4 drauf ist. Was natürlich ein bisschen mau ist. Außerdem schießt man, wenn man schießt, sonst ist es quasi die gleiche Gun, bis auf einen kleinen Tacken in der Nierung hier. Interessant, das finde ich persönlich cool. Die sehe ich jetzt gerade in der Aufnahme spontan zum ersten Mal. Wird mir die Waffe auch hier einmal angucken wollen. Aber das dürfte wie ich die M4 Standard Gun sein. Beziehungsweise der T14 kriegt die gleiche. Ja, die hier wäre nämlich die deutlich bessere Variante. Kleinen Tacken langsamer. Schade, also der Mangel an Gun wird den nicht so cool machen, auch wenn er ein bisschen mobiler dafür ist und einen kleinen Tacken mehr Rumpfpanzerung hat. Mobilität ist ja schon nett bei dem hier, aber bei M4 ja auch. Aber die Gun ist halt nicht doof. Vielleicht sonst noch etwas, was sie in den Bäumen versteckt haben. FCM, wie der heißt, kennen wir schon. Die kennt man auch alle schon. Den gab es schon zu sehen. Panzer wie Schmalturm, T25, T15, Panzer, PZ35, nö, das ist alles immer noch das gleiche. Und bei den Russen gab es, glaube ich, auch nichts Neues. Churchill 3, Valentine, T27, Matilda 4, Su-122-44, Su-100Y und IS-6. Nein, da haben sie keine neuen versteckt. Und ja gut, Chinookai kennen wir schon. Außerdem soll es jetzt funktionieren,
wobei ich das noch nicht aus Ingame-Erfahrung bestätigen kann, dass spezielle Animationen dafür da sind, wenn das Amorak zerschossen wird. Das soll, soweit ich weiß, sein, dass dann die Türme oben rausfliegen. Ich konnte leider noch niemanden jetzt Amoraken, deswegen kann ich das nicht bestätigen. Und ich habe aus dem Kopf auch keinen Replay da, wo ich jemanden geamorakt habe und das dementsprechend nachvollziehen kann. Könnt ihr mir aber selbst gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das schon gesehen habt. Ja, wie gesagt, so viel mein erster Eindruck vom 8.10er. Es wird in den nächsten Tagen zum 7er oder zum 8er hier extra Videos kommen. Ich kann vielleicht noch ein bisschen spoilern. Beim 7er war ich erst ein bisschen enttäuscht, weil der unheimlich langsam anfährt, wie alle der Reihe. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das so ein bisschen wie der Comet wird mit einem kleinen Autoloader, den er hier nämlich hat. Er hat hier eine Stufe 6er Autoloader-Gun. Ich dachte mir erst so, Stufe 6er Gun auf einem 7er Panzer. Das Ding hat aber eine DPM von 2340, ist damit höhere DPM als alle anderen Mediums auf der Stufe 7, die ich so finden konnte. Der einzige, der noch Ansatz, einer kommt, glaube ich, ran, nämlich der Panther. Der hat, glaube ich, fast, was das angeht, kommt der gar nicht ran. DPM war bei dem nicht so gut, das waren andere Dinge. Dazu gehe ich da direkt rein. Das ist cool. Braucht 10 Sekunden zum Nachladen insgesamt und hat 3 Kugeln drin, die in 1 Sekunde machen. Also er haut sehr schnell seine Schüsse raus. Durchschlag einen Tacken höher als beim Comet, schaden natürlich nicht die Welt, aber wenn man 3 Stück davon Raum macht, sind es halt auch 390 Schaden. Was ich persönlich ziemlich cool finde, und es hat eine geile Aiming-Time, Manko an der Sache ist, was mich da wirklich überrascht hat, ich hätte gedacht, er fährt sich so wie der Comet. Und zum Comet habe ich auch extra Videos gemacht, dass man so schnell um die Ecke fahren, Schüsse raushauen und wieder zurück. Und dafür wäre das halt geil mit so einer Autoloader-Gun. Tut er aber nicht. Er fährt sich ganz, ganz anders, was mich sehr überrascht hat und ich auch ein bisschen schade finde, weil ich hätte echt gerne einen Comet mit Autolader hier super cool gefunden. Dafür dann gibt es ein paar andere Sachen, die werde ich dann in dem extra Video dazu eingehen. Den Stufe 8 habe ich auch getestet, den finde ich persönlich sehr cool. Der hat ein schönes Fahrgefühl, der hat auf einmal Beschleunigung. Also nicht die Masse mehr als der, ich aber schon genug, dass man es merkt. Und er hat eine sehr, sehr schöne Gun, finde ich. Also abgesehen davon, dass sie, also nicht schön vom Aussehen her, die sieht total hässlich aus mit diesem Frupfel da vorne. Also der ist halt dazu da, dass Energie zur Seite weggeht und hat da wahrscheinlich bestimmte Effekte auch beim Feuern. Sieht, finde ich, pottenhässlich aus. Aber er fährt sich damit, also er schießt damit sehr gut. Also das hatte, das muss ich sagen, ich habe den halt 5-6 Runden gefahren und war ich so, boah, die Gun fühlt sich beim Feuern gut an. Da kann man so punktgenau auf Dinge zielen, das macht sehr Spaß. Auch wenn die, gut, ist eine Stufe 9er Gun, die auch ziemlich genaues, gute Wert hat. Also da habe ich mich wohlgeführt. Denn 9er sieht noch genauso ridiculous aus auf dem Bild, weil der halt die Gun am Anfang mitnimmt. Also das ist die Gun und er kriegt dann hinterher eine 10er Gun zum Aufstocken, die natürlich dementsprechend auch nochmal cooler ist. Finde ich aber, sieht ehrlich gesagt ein bisschen doof aus. Da ist der Turm zu groß für den Panzer. Der Turm ist ja, sieht dem hier ähnlich. Das dürfte fast der gleiche Turm sein, bis auf das, dass hier oben der Aufbau ein bisschen anders ist, aber so von der Konstruktionsart her. Und dann dieser kleine, so viel Panzer. Finde ich, ja, hier sieht, finde ich, unheimlich sexy aus. Also dieser Turm alleine, den finde ich gut. Ich habe den auch einmal im Match gefahren, das war nett. Und die Gun ist ganz cool. Schießt halt für Medium schön schnell, aber durchschnittlich schnell, also so eine typische Medium-Gun. Finde ich aber persönlich gut. Sieht nett aus und ich finde, er sieht als Panzer durch diese Turmform, ehrlich gesagt, ziemlich geil aus. Aber detaillierte Infos zu den beiden werdet ihr halt, wie gesagt, bei Mutality bekommen. Der ist der erfahrene Spieler, was das angeht. Ich bin, was High-Tier-Panzer angeht, noch nicht so genau. Ich beschreibe mich mit 7 und 8 und werde da schon mal Spaß haben. Dazu gibt es, wie gesagt, extra Videos. Ihr könnt auch gerne mir noch, wenn ihr Fragen zu den beiden dann habt, die jetzt hier schon in die Kommentare schreiben, dann werde ich dann darauf eingehen, sodass auch jeder die Antworten dazu bekommt. Und dann bedanke ich mich heute für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann morgen bei World of Tanks wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.